Ich liebe ja solche Partien. Ich hoffe, Sie auch, liebe Zuschauer. Abendspiel, das Flutlicht ist an und ein wolkenloser Himmel. Angenehme Temperaturen. Der Rasen in einem idealen Zustand. Zwei Top-Mannschaften in bester Spiellaune. Also tauchen Sie doch einfach mit uns ein in diese wunderbare Kulisse, in diese wunderbare Stimmung. Diese Arena wird von den Fans ja aufgrund ihres Designs mitunter liebevoll als Schlauchboot bezeichnet. Das wird hier ein attraktives Spiel werden zwischen diesen beiden Top-Mannschaften. Freistoß für Deutschland. Kimmich. Gnabry. Werner. Er treibt das Spiel voran. Schauen wir mal, ob was dabei rumkommt. Und er läuft und läuft und läuft und läuft. Er schlägt ihn in die Mitte. Goretzka. Goretzka! Okay, der Ball ist nicht drin, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn Sie das ein oder andere Mal so zum Abschluss kommen dürfen, dann machen Sie ihn irgendwann rein. Italien versucht, das Spiel ziemlich in die Breite zu ziehen. Ja, das sehe ich auch. Aber was ist der Sinn dahinter? Ich glaube, sie wollen die kompakte Formation des Gegners auseinanderreißen, indem sie die Spieler, ich sag mal, Richtung Seitenauslinie locken. Abschluss! Tor, Tor für Italien! Einfach und erfolgreich. Ich kann mir vorstellen, der Trainer wird wahnsinnig. Da arbeitest du die ganze Woche natürlich auch an deiner Defensive. Und dann steht der Gegenspieler so frei vor dem Kasten. 1:0, die Führung. Mal sehen, ob sie jetzt auch die Konzentration haben, diese Führung zu verteidigen. Ja, der Beweis der Auge. Der kommt weit nach vorn. Der Ball kommt zu Brandt. Starker Ball. Jetzt der Schuss. Das sieht vielversprechend aus auf der rechten Seite. Ja, der war draußen, so mit Einwurf. Sie rennen da gegen eine Wand. Hier ist Immobile. Er nimmt das Herz in beide Hände und hat fast Erfolg damit. Brandt. Riese und drin ist er. Also mit der Unterhaltungswert dürfen wir uns an diesem Tag wirklich nicht beklagen. Das ist der Ausgleich. Alles wieder offen. Das waren die ersten 45 Minuten. Dieses Spiel ist wirklich herausragend. Sie haben bis hierhin was verpasst. Aktueller Zwischenstand 1:1 zu Pause. Wie sich die Mannschaft hier präsentiert, ist mehr als überzeugend. Sie sind läuferisch stark, sie fighten und zeigen herrlichen Kombinationsfußball. Zum großen Glück allerdings fehlt nur noch das Siegtor. Deutschland geht in die Kabine nach einer, wie ich finde, ausgeglichenen Halbzeit. 1:1 der Zwischenstand. Hier kann noch alles passieren. Das hier sind die ersten Sequenzen der zweiten Hälfte. Jetzt müssen sie erstmal geduldig weitermachen, müssen an sich glauben. Und wenn sie dann irgendwann feststellen, nach 60 oder 70 Minuten, es könnte eng werden, dann müssen sie die Schlagzahl erhöhen. Denn dann wird natürlich der Druck vielleicht auch von den Rängen größer. Mit dem Kopf zum Ball. Da hat er verpasst, noch ein richtig schickes Schleifchen dran zu finden. Rüber, nach rechts. Der Einsatz passt auf rechts. Mal sehen, wie es weitergeht. Ui, das ist eine Schuss. Ab in Richtung Tor. Werner ist das. Werner. Das kann ins Auge gehen.
Winkel. Abstoß wird es geben. Und er bringt ihn rein. Das ist die Möglichkeit. Auch wenn sie nicht durchkommen, man muss es ihnen lassen. Immobile. Kurz und bündig. Chance dahin. Werner ist das. Brandt. Werner. Ich finde, so langsam könnten die Ärzte kommen. Ja, sieht mir ein bisschen aus wie ein Krampf. Hoffentlich nichts Ernstes. Na, okay, offenbar wohl doch nichts Ernstes. Beide Teams lauern auf Konter. Beide Teams müssen also vorsichtig sein. Da ist es Ballhalten, Geduld bewahren und wenn es geht, dann natürlich die Chancen nutzen. Immobile. Das wird nichts. Weit vorbei. Zeit für neues Personal. Er hat alles rausgehauen. Er hat gekämpft, er hat gerackert. Jetzt kann er nicht mehr. Jetzt darf er vom Platz. Die Tür ist sperrangelweit offen. Die Chance. So, und jetzt genug Fußball gespielt. Ab jetzt wird nur noch geschossen und zwar direkt vom Punkt. Es war ein Spiel, das letztlich auch keinen Sieger verdient hatte. Es passte kein Blatt Papier zwischen die Leistungen der beiden Mannschaften. Insofern ist das Ergebnis völlig folgerichtig. Es hatte sich sicher versenkt. Er war sich seiner Sache ziemlich sicher und genauso selbstbewusst hat er auch verwandelt. Auch er trifft. Jetzt steht es 1:1. Jetzt steht es 1:1, jeder einmal getroffen. Es war spannend, es ist spannend und es bleibt spannend. Absolut kein Problem für ihn. Da hat er den Torhüter blitzsauber verladen. Hier ist der zweite Schütze. Eine tolle Parade des Torhüters. Ganz stark gehalten vom Torhüter. Da steht heute ein echter Hexer im Tor. Genau so funktioniert's. Da hat er den Torwart ausgeguckt. Gut, jetzt liegt der Ball richtig. Wenn er nicht trifft, dann ist das hier praktisch entschieden. Er hat den Torwart ausgeguckt und somit verwandelt. Er kann den Vorsprung jetzt auf 2 Tore ausbauen. Oh mein Gott, an die Latte. Da hat der Torwart sich mal eben mit allen Fußballgöttern dieser Welt verbündet. Ausgleich 3:3. Und jetzt der vorerst letzte der 5 bestimmten Schützen. Er hat den Gegner ausgeguckt und den Ball gehalten. Neuer muss den halten, ansonsten ist es vorbei. Neuer muss parieren, um die Hoffnung am Leben zu halten. Ja, das war die Entscheidung. Ein Elfmeterschießen zu verlieren ist besonders bitter, aber so ist es eben im Fußball. Sie haben so großen Einsatz gezeigt und dann hat das Elfmeterschießen...